Ah ja. Einen schönen guten Tag, ich bin Zollschack99 und ich zeige euch Outlast. Ja, es gibt halt ein paar Spielereien oder besser gesagt noch ein bisschen rumfuchteln, weil ich das neue Dashboard Preview Update habe und mir fehlt zum Beispiel halt auf der rechten Seite die Chat-Anzeige erstmal. Deswegen ist das so ein kleines Rumgefuchtel halt. Und ja, aber dafür habe ich jetzt den vollen Bildschirm, was mich ein bisschen ärgert halt. Aber das macht nichts. Aber kurz nochmal Steuerung schauen. Nach rechts lehnen, zurückschauen. Aha, okay. Rennen, Camcorder ein aus, Batterie. Alles klar, sieht doch recht solide aus. So. Dann beginne ich mal ein neues Spiel. Schwierigkeitsgrad. Ach. Oh, kann man auch eigentlich auf wahnsinnig spielen? Ach, ich spiele. Warte mal. Aha, Herzinfarkt erfahren. Maximal schon. Oh, nee, wahnsinnig spiele ich dann doch nicht. Da spiele ich erstmal Albtraum. Okay. Was haben wir da? Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von dem Miles Uspor, ein Enthüllungsjournalist, dessen professioneller Ehrgeiz ihn eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massiv aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massiv zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ui, hört sich schon geil an. Ein wehrlosen Journalistenspiel. Naja, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt mit Condemned mithalten kann. Weil Condemned war schon damals zu seiner Zeit richtig krank. Aus meiner Sicht halt. So. Okay. Dann fahren wir mal ein bisschen Auto. Ach. Naja, man merkt echt, dass die neue Twitch-Anzeige super berauschend ist halt. Weil ich habe jetzt unten mittig halt so einen lilanen Balken da stehen halt, wo wie lange ich aufnehme, wie viele Zuschauer, ob Mikrofon an ist oder aus ist oder halt die Kamera an oder aus ist. Und das verdeckt gerade meinen Untertitel. Hm. Aber naja, kann ich auch ein bisschen Gas geben? Anscheinend nicht. So. Alles klar. Noch fahren wir noch ein bisschen noch Auto. Ah, Presseausweis hängt da. Okay. Okay, 17. Dezember 2013. Aha. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachten. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murk of Psychiatrie-System im Mount Massive tätig. Breche gerade alles möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor, sehe ich. Verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapien, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und im Mock-Off scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Alles klar. Was haben wir da? Unsere Kamera, ein paar Batterien. Okay. Nachtsichtfilter. Okay.
Okay, was haben wir da? Deine Zielwände. Aktualisiert, dort findest du. Okay, mit links und rechts. Notizen habe ich nichts. Dokumente. Der Informant, das habe ich gerade vorgelesen. Achso, ja, okay. Mal schauen. Ich dachte schon, kann man da nicht reingehen? Naja. Okay. Ab ins Irrenhaus mit mir. Okay. Okay, mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Messis, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Markov-Psychiatrie-System unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Markov Corporation hat eine lange Tradition ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zutan. Aber niemand auf amerikanischem Boden, was sie auch immer aus einem Ort herausschlagen wollen. Es muss groß sein, vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Ah, okay. Das ist unsere erste Notiz, die wir gemacht haben. Okay, für eine Heilanstalt von außen sieht relativ gut aus. Okay, dann rennen wir mal. Mal schauen, vielleicht finde ich noch hier das eine oder andere Geheimnis noch. Okay, das ist nur eine Lampe. Ah, da gehe ich noch nicht hin. Ja, ich habe den Drang irgendwie, das alles irgendwie doppelt und dreifach zu erkunden halt. So. Oh, schön windig. So. Abgeschlossen. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist abgeschlossen, okay. Okay. Na gut, wenn hier nichts los ist. So. Dann gehen wir mal rein. In der guten Stube. Ach so. Das ist ein offenes Fenster, okay. Okay, die Wasser. Na gut. Oh, da fehlt ein Stück Textur. Da hat man den Schwarzen. Da hat man was vergessen. Ja, okay, da erwartet mich oben was Böses wahrscheinlich.
Naja, ob es mit Condemned noch mithalten kann? Okay, ist zu. Ah ja, und übrigens halt, warum ich jetzt Outlast ausgewählt habe, weil ich hatte auf meinem Twitter-Account, Solchuck99 halt, eine Umfrage am Laufen gehabt und da hat jemand wohl Outlast gewählt. Ich weiß nicht, wer das war, aber der oder diejenigen wollten mich wahrscheinlich, ja, wie soll ich so sagen, boah, mich erschrecken damit oder so. Aber ich habe halt, wie gesagt, meine Richtlinie halt, weil ich messe das eher wie mit Condemned oder 4-1. 4-1 war auch super gruselig für einen Shooter übrigens halt. Oh. Okay. Zack. Gut, da ging das Licht plötzlich aus. Hm. Schon ist hier noch was? Hier ist ein Kamin. Wir machen mal leise mal die Tür auf. Blockiert, blockiert, okay. Ja, mal schauen. Okay. Wer das genau sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Okay, von den Lichteffekten her ist das schon ziemlich gut gemacht. So. Okay. Ja. Okay, machen wir erstmal die Tür mal zu. Sonst haben wir hier noch einen Rechner. Nix. Mhm. Okay. Okay, wir haben einen neuen Notizblock. Markov Psychiatrie System Projekt Wildrunner Mount Massive Co. Fallnummer 174. Patienteninitialen WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung. Okay. 12.04.2009. Alterszeit der Patienten 19 männlich. Behandelter Patient Dr. Carl Houston, DBNR. Okay. Therapiestatus. Patient behauptet in selben gesteuerten
Suizid-Traumphase vorgedrungen zu sein. Oh, morphogenische Antriebsaktivität in beispiellosen Umfang beobachtet. Fahre fort mit Stufe 4 Hormon. Aha. Diagnostik. Spirometrie. Wir geben keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zum Trennung von. Ach du Scheiße, was? Ja, okay. Erneuten Fehlschlag höchstens besorgt. MRI ergibt arrhythmischen NREM-Zyklen. Lachen in NEM-Phasen. Okay. Anmerkung: Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in der Bluträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zum Analysen zu erhalten. Okay, dann wird schon mal hier den ersten Notizblock gefunden halt. Okay. Okay, da ist jemand auf der Toilette. Will uns nicht reinlassen. Ist auch verschlossen, okay. Okay. Dann springen wir mal in den Luftschacht mal rein. Okay, da war ein verschreckter Insasse, Mitarbeiter, ich weiß es halt nicht. Bücherei. Was haben wir da? So, dann gehen wir erstmal in die Bücherei rein. Okay, der war gut. Der war wirklich gut gemacht. Die Leiche hinter der Tür, der Klassiker. They killed us.
Staccato. The very... You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this. Okay. Ja, ich wechsle mal einmal die Batterie mal. Okay, anscheinend läuft irgendwas herum halt, was wir nicht bekämpfen können. Ich muss mich leider verstecken. So. Anscheinend geht's hier weiter. Das ist zu, okay. Ach, das ist ein Arm. Wie nett. So. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Little Fake. Boah, was war das denn? And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay. Okay, jetzt müssen wir aus der Nervenhallenstadt fliehen halt. Habe ich überhaupt noch meine Kamera? Okay. Ja. Mal schauen. Notizen. Ich bin drinne. Ich bin drin. Über Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Markovs Wissenschaftler hängen von der Decke auf. Ihren Namensschilder steht Markov Advanced Research System. Markov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeit Projekten Profit geschlagen, beschließt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Markov Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, dann den ich reingekommen bin. Okay. So, Dokumente haben wir keine. Okay, fliehe aus der Nervenheilandstadt, benutze das Sicherheitstümmel, um den Haupteingang zu öffnen. Ja, dann. Jetzt erstmal hier mal schauen. Ach, das ist noch ein Dokument.
Mal schauen. Nicht. Dokument. Okay. Markov Corporation, Abteilung Vereinigter Staaten. Vollziehungsbefehl. Fallnummer 29475804. Betrifft der Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Murkoff Psychiatrie Systems. Murkoffs massiv Wireless Area. Country Road 112. Alle stattliche Erklärung wurde von den Direktorenausschluss selten der Murkoff Handling Security MHS geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophale Sicherheitsbruch im Psychiatrienzentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Mhm. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch staatliche Erklärung und Zeugensaussage erbrachte Beweismaterial Akutmaßnahmen seltene MHS und rechtfertigt die Anstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen seine Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Verwandten auf jeglichen Anspruch auf die Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corp. oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jegliche Zuständigkeit. Alles klar. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, dann eben zur Sicherheitszentrale. Haben wir hier noch was Schönes? Außer ein paar tote Leute. Batterie. Batterien kann ich immer gut gebrauchen. Das war schon wieder ein toter Wachmann. Ha? Ich will das Radio mitnehmen oder das Funkgerät. Oh nein, das geht ja nicht. Ja. Da schließen wir erstmal die Tür. Ah, jetzt muss ich erstmal so den Computer finden für die Sicherheit. Oh, netter Bildschirmschoner. Okay. Übergroße Blutlache. Ach ja, Kinders. Warum keucht der jetzt so? Erwartet mich gleich was Schlimmes um die Ecke. Das gefällt mir gar nicht, das Keuchen. So, mal schauen. Okay, Murkoff Psychiatrie Systems, Projekt Warrider, Mount Massive Corp, Fallnummer 136, Patienteninitialen
TLW Walker. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter der Patienten 32, Geschlecht männlich, behandelter Arzt Dr. Rudolf Wernickel oder Wernickel. Anmerkung Dr. Walsch. Therapiestatus. Morphogenische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormon. Risikobehaftet. Aha, Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulationen. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstimmung in Fixierung befragt. Die Fixierung müsste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ja. Extensive Demaler Optionen ebenso Übereinstimmung mit fehlgeschlagener morphogenischen Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaubt ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Kindheitserfahrung mit der Tautara-Echsen und ihre parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstimmungen zu achten. Die mentale Traumata, die er während seiner Dienste in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschenden Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manisch übertriebene militärische Sicherheitsprotokoll dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Aha. Somit haben wir noch einen Patientenbericht gefunden. Ja, mal schauen. Okay, hier ist nichts. Ist auch nichts. Da ist jemand auf dem Rollstuhl. Interessant. Abgeschlossen, okay. Hey Kumpel, geht's dir gut? Naja. Okay, eine Notiz haben wir. Gebrochene Männer und toter Fernseher. Eine Reihe geräuschter Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten, sie haben überlebt. Was hier geschehen ist, aber sie sind nur eine Hülle. Ah ja, gebrochene Menschen. Oh, machen wir mal die Tür mal zu. Ja, aber wie gebrochen die aussehen. Teilweise echt hier. Okay, der eine sieht ja hier schon selbst verstümmelt aus. Das erinnert mich doch damals an so einen Horrorfilm. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber auch so Psychiatrieanstalt. So war recht witzig gemacht halt, der Horrorfilm. So. Ist nix.
So. Okay, derjenige hat so eine Sicherheitskarte, aber ich denke mal, sobald ich die nehme, halt geht der Spaß los. So. Okay. Notizblock, okay. Okay, dann laufen wir jetzt mal zurück. Okay. Kann ich jetzt auf den eintreten? Okay. Okay, das ist wirklich hier psychisch am Ende. Klar. Na? Muss ich noch den Computer noch finden? Ach. Ne, hier ist nichts. Ist auch nichts. Wo muss... Achso, Okay, Security rum. Okay, da müssen wir lang. Alles klar. Wahrscheinlich muss ich da noch hin, noch, wo der da reingelaufen ist. Hier ist nix. Okay, da habe ich eine neue Notiz gemacht, der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Es sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos.
Beim Aufwachen nennt sich ja ein tätiger alter Mann mit einem Gesichte wie ein säuferischer Kindergrabscher sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Okay. Mal schauen. Hey, noch so ein ganzer Arm mit Kopf drin, okay. So. Haben wir hier noch was Schönes? Nö, außer ein paar Toten. Auch nix. Okay. Dann war... Ah, Sicherheit. Soll ich nochmal nach hinten gucken gehen? Ach komm. Ah, ich und mein Erkundungstrank. Oh, da liegt noch jemand so super bequem. Ah, guck mal an, Dokument. Okay, von der Helene Granat. An Group 8416 Murkoff-Corp.lu. Betrifft Projekt Wallrider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der konkreten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens des Regierungs geäußerte Interesse an den Patienten derart gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodulen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreißend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll Helene Granat, Murkoffs Schadensabteilung. Aha. Das ist jetzt interessant. Der Konzern wird mich jetzt weiterhin noch interessieren. Okay, hier ist nichts. Ah, Batterie. Ah, ich habe ja noch ein bisschen noch. Das ist zu, okay. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're some people. We didn't choose this. So. Okay, hier machen wir erstmal die Tür zu. Aha, Sicherheitsleute. Verstecken, okay. Ja, machen wir gleich das Verstecken. Haupteingang öffnen. Oh, das ist der Priester. Versteck dich im Schrank, versuch nicht zu kämpfen, okay.
Okay. Na? Okay, das war der große böse Buhmann. Jetzt müssen wir halt im Keller. Weil der nette Priester uns den Strom abgeschaltet hat. Da haben wir ein neues Dokument gefunden. Okay. Im Kultra-Programm TIA-Dokument Nummer 190619 S1 Auszug an Akte betrifft hypnotisches Experiment und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, der 10. Februar 1954, wurde die hypnotische Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Presives in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text wird gekürzt. Ah ja. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Price fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotistischen Zustand. Miss Price wurde dann angewiesen, sie hätte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht. Alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun einen tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken, war, wenn ihr dies nicht gelinge, sollen sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Hm? Na, ihr wurde da gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Price führte diese Anweisung genau aus. Feuert auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und könnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Price wurde die Pistole erneut gerichtet, die sie aber im wachen Zustand nicht berührend oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangehenden Vorfall vehement ab. Alles klar. So. Okay. Ah, okay, Hindernisse. Okay, dann einmal Batterien wechseln. Jetzt mal hier mal schauen, ob hier noch was ist. Außen der Wand. Okay, da ist jemand in der Nähe. Das ist der Generatorraum.
Ich schaue mich erstmal so um, bevor ich irgendwas mache. Aha. Also, das ist halt, um die Pumpe zu starten, okay. Achso, Spinnschreck, um zu versch... okay. Aha. Ach, unterm Bett verstecken, okay. Na gut, das wird wahrscheinlich so ablaufen. Pumpe drücken, verstecken. Mensch, schieß dir mal ein paar Schuhe an. Läuft barfuß durch die Gegend herum. Ist er jetzt weg? Ah, da läuft er. Ach, da läuft so eine typische Patrouille, okay. Oh, mir geht auch gleich die Batterie aus. Verstecken.
So. Ich habe auch bald keine Batterie mehr. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Moment sein. Jetzt noch den Hauptschalter noch finden. Okay. Zum Glück eine neue Batterie gefunden. Das kann man auch hier besser sehen. Okay, da läuft immer noch der Typ noch herum. Eine Batterie gefunden, ein paar tote Leute. So. Hier ist nichts. Hier kann man nicht rein, okay. Ja, ich weiß, dass meine Batterie gleich leer ist. Klettern wir mal darüber. Mal schauen, das sieht eher aus hier so. Sobald ich den Hebel drücke, dann ist muss ich mich erstmal wieder verstecken.
So. Na, kommt er etwa? Oder kommt er nicht? Ah, da kommt jemand. Einmal die Batterien wechseln. So. Dann schleichen wir uns wieder heraus. Da bin ich den direkt in die Arme reingesprungen. Naja. So. Okay, da bin ich jetzt zum ersten Mal gestorben. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ach. Sie jetzt den blöden Quatsch nochmal von vorne machen. Ja, den Quatsch muss ich leider von vorne machen. Alles klar. Ja, Pumpe 1, Pumpe 2 und alles klar. Ja, das machen wir dann mal eben. Okay. Und dann verstecken wir uns mal eben wieder. So, mal schauen. Okay. Na? Das sucht er halt nur einen Spinne. Das finde ich jetzt doof von der KI halt, weil wenn jetzt hier zwei Spinne da sind, ja, ich durchsuche nur einen. Den anderen, das ist egal. So. Nochmal Batterie wechseln. Okay, da ist der Dingens da. Der Typ da halt. Ne? Völlig vernarbt der Typ. Aha. Okay. Da die Pumpe aktiv machen und unterm Bett verstecken. So. Ruckzuck ist der Typ wieder da.
Statt mal unter Bett zu schauen? Nein. So. Dann gehen wir mal raus. Jetzt weiß ich nicht, wo der Typ rumgurkt. Oh. Ach, da guckt der Herr. Okay. Ach, naja. So, dann nochmal. Okay, LB war noch dran. Ja, du mich auch. So, zack. Okay. Dann mal die Batterien wechseln. Wo ist sie jetzt hin? Ah, da ist er. Zack, schnell verstecken. So. Okay, da durchsucht er wieder den einen Spind nur. Und geht wieder. Thank you.
So, mal schauen, wo er jetzt rumgurkt. So, die Tür lassen wir jetzt mal auf. Ja, ist jetzt ein bisschen Spannung hier, weil der dritte Versuch ist es jetzt diesmal. Ne, hier war ja nix. War hier noch was? Das verstehe ich jetzt auch nicht hier, dass ich hier nicht so ein Besen oder so nehmen kann und ihn einen auf die 12 geben kann. Oh. Da wäre ich ihn ja fast in die Arme gelaufen. So. Okay. So. Einmal hier rüber springen. Schnell die Tür aufmachen. Was ist jetzt ein Unterschied, wenn ich jetzt... Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, dann einmal den Schalter umlegen und dann schnell verstecken. So, und warten, heißt es wieder. Ach ja. Ah ja, da ist er. Na? Ah, wechsle ich erstmal die Batterie. Zack. So. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Na gut.
Dann versuchen wir nochmal. Einmal aus der Sackgasse zu entkommen. Na, rüber kommt er nicht. Okay. So. Schnell wieder zurück zum Sicherheits. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, da erwartet mich gleich der große Dicke oder so. Überall das Licht an. Ja, stimmt, die Türen habe ich ja aufgelassen. Oh. Da hat uns jemand überrascht. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. So. Ach, das war kein Priester, so wie ich dachte, das war da selber so ein Irrer. Ah, guck mal, wir stehen in der Gummizelle wieder auf. Wie cool ist das denn? Ah, okay. Oh, die Kamera ist auch wieder da. Aber ich denke mal, ab hier würde ich mal, sag mal schnell, vergiss nicht, dass es Notizen, deinen Campcorder bereits hält, zum Ereignis aufzuzeichnen. Achso, ja, okay. Habe ich überhaupt... Achso. Ach, das war doch ein Priester, okay. Der sah für mich aus wie ein Irrer. Okay, der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaub, ich sei sein Zeuge für welche bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mir mit den, er hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe im Frieden steht mit
Blut an der Wand geschrieben. Alles klar. So. Okay, ne. Ne, ich denke mal, ich mache hier erstmal, oder besser gesagt, ich beende erstmal hier. In Stream halt. Ah, mal schauen. Ach so, ja, perfekt. Ich bin immer noch im Gefängnisblock unterwegs. Naja, das macht ja nichts. Ich werde erstmal hier erstmal den Stream beenden. Na? Und sage dann mal halt. Oder besser gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Abend noch. An sich ist es halt recht witzig gemacht, das Outlast. Halt. Also, genau. Und jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Abend und bis die Tage. Tschüss.